Da muss ich hinterher. Fuck. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde Rocket League. Ich wollte erst H1Z1 sagen, aber wir spielen ja gar keine H1Z1, ist mir dann so aufgefallen. Ne? Genius. Ah, dann haut er mich da so gegen, dass ich da zweimal... Ah, der geht nicht rein, schade. Das wäre nice gewesen. Ah, schon wieder haut er mich so komisch irgendwo gegen, ja. Geh doch weg einfach, ja. Ich wäre dir sehr verbunden. Nein, was mache ich da? Jetzt habe ich es verkackt. Schon wieder. Aber dann ist er drin, ey. Oh Mann, geht das schon gut los hier, Freunde? Aber dann war er endlich drin. Ich dachte mir so, was los da? Da verkacke ich schon wieder. Aber dann hatte ich Glück, dass er nicht schnell genug hinten war. Und dann 1-0. Nice. Jetzt gehen wir natürlich direkt wieder Vollgas. Oh, der kommt gut. Der kommt richtig gut. Da ist das 2-0. Nice, Freunde. Nice. Geht ja gut los hier. Nachdem wir in der letzten Folge beide Matches verloren haben, etwas unglücklich, geht es hier direkt richtig gut los. Müssen wir mal gucken, ob wir das so halten können. Er springt auch relativ häufig am Ball vorbei. Das muss man vielleicht dazu erwähnen. Jetzt aber bin ich vorbeigesprungen. Das war nicht so cool. So. 3-0. Ich krieg gerade eine Steam-Message von Decidius. Und wie findest du, dass Herr Bergmann deine Idee genommen hat? Weil der macht jetzt dieses Let's Death, was ich damals hatte. Aber das war ja gar nicht meine Idee. Das werde ich ihm gleich auch schreiben. Das war die Idee von Onkel Torre. Aber ich finde es auf jeden Fall nice, dass der das mit so einer Reichweite macht. Weil da kann man viel mehr erreichen als ich damals. Mit meinen, was weiß ich, wie viele Abos ich damals hatte, weiß ich gar nicht. Alter, was mache ich hier? Das muss das 4-0 sein. Und ich verkack's halt so mega einfach. Und er macht das 3-1. Das gibt es nicht, Freunde. Das gibt es nicht. Das passiert mir jedes Mal. Jedes verdammte Mal, wenn ich zu viel torke, dass ich irgendwelche Flüchtigkeitsfehler mache. Keine Ahnung, woher das kommt. Dass ich unkonzentriert bin oder so, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. So, den habe ich geklärt vor ihm. Das war alles gut. Ah, da rettet er ihn. Da muss ich hinterher. Fuck, komme ich nicht hinterher. Keine Chance ranzukommen. 3-2 nur noch vorne. Jetzt weiß ich nicht, soll ich es jetzt riskieren und das 4-2 machen? Oder soll ich es nicht riskieren und das 4-2 kassieren? Ja, 3-3 kassieren. Entschuldigung. Ja, ich kassiere auch so das 3-3, obwohl ich es nicht risky gemacht habe. Oh Mann, was ist denn hier los, ey? Concentration, Stefan, Concentration. So, ich bin mal ganz kurz ruhig. So, 4-3, geht doch. Einmal kurz konzentriert, direkt wieder zack. Alles easy, da habe ich ihn kurz zerstört. Dachte, okay, fährst du ganz entspannt ins Tor. Hat auch geklappt, zum Glück. Und dann 4-3 für mich, nice. Und dann springt er vorbei, 5-3. Da habe ich gesehen, er fährt Richtung Tor. Deswegen habe ich da direkt so reagiert, dass ich ihn halbwegs auf Tor bringe. Dass er so gut kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber da war er dann, glaube ich, sogar noch dran. Weiß ich nicht. Jetzt fährt er nicht mehr Richtung Tor. Das wird er auch nie mehr machen, wahrscheinlich. Gegner zerstört, alles. Wo ist der Ball? Oh, fuck.
Alles gut, wollte ich sagen, und dann geht er bei trotzdem noch rein. Das gibt es nicht, Freunde. Das gibt es einfach nicht, ne? Jetzt schreibt mir I4Honor. Oh Mann, ey, ich kann gerade nicht gucken, Jungs und Mädels. Sowas hast du auch mal gemacht. Ah, oh, das muss ich mir gleich... Ach so, er schreibt mir das auch mit Bergmann. Alle schreiben mir das, was ist los, ey? Oh Gott, und das 5-5. Bin ich jetzt im Video? Ja, bist du die Sidious. Oh Mann, ey. So, wieder kurz konzentrieren, Freunde. Ja, 6-5. Muss mich nicht lang konzentrieren. Das war nicht so geplant, ehrlich gesagt. Hat aber funktioniert, von daher alles gut. Er fliegt dann auch vorbei. Und dann, ja, war das nur noch Formsache, dass ich den Ball halbwegs gut treffe. Und 7-5. Jawohl, nice. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen talken. Auf jeden Fall, Herr Bergmann macht so ein Let's Death, was ich quasi damals auch gemacht habe. Er bindet seine Zuschauer da natürlich, also auch ein. Und auch mit Stories und so, er bindet die komplett ein. So wie ich es quasi auch gemacht habe, komplett genau so. Nur, dass ich halt nicht die Reichweite hatte, die er hat. So, dass es bei mir leider, ja, gescheitert ist quasi. Kann man so sagen. Und er macht halt was Geiles raus. Also hoffe ich, dass es geil wird. Bisher ist es aber ganz nice, was er da macht. Von daher habe ich da keine Bedenken. Oh, was macht mein Auto da? Fahre ich erstmal nach hinten. Zack, einmal geklärt. Ah, schade, der geht nicht rein. Nein, das gibt es nicht. 7-6 nur noch. Oh Mann, ey. Das wird nochmal eng. Aber 7 Tore, also insgesamt 13 Tore in einem Match, ey. Gibt's auch nicht so häufig. Beide Mannschaften spielen hier ohne Abwehr. Ah, dann nimmt er den Turbo. Ah, fuck. Da muss ich hinterher. Nein, 7-7. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich konzentriere mich mal wieder kurz. Oh Mann. Jetzt muss ich zurück, schnell. Nein, der hebt ihn drüber. Das gibt es nicht, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss ich den Trick vielleicht anwenden. Er rettet den. Das gibt es nicht, Freunde. Der wäre sogar aufs Tor gekommen. Aber dann verliere ich das Match noch. Ja, der kommt auf. Schade, schade. Zwei Ranglistenpunkte nur verloren. Das war also ein richtig guter Gegner mal wieder. Aber das hätte ich gewinnen müssen eigentlich. Da lag ich meistens eher vorne. Und er lag eher hinten. Aber, naja, schade. So, 441 haben wir noch. Jetzt das Match gewinnen wir, komm. Da geben wir jetzt richtig Gas und dann gewinnen wir das. Da rede ich jetzt auch nicht über Herr Bergmanns Projekt. Ihr könnt gerne bei mir nachgucken, das habe ich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so mal gemacht. Let's Death hieß das bei mir. Könnt ihr gerne suchen, Let's Death, Fresh Fries, dann findet ihr das. Oh, man kann hier die Songs wechseln. Ich habe das aus Versehen gedrückt, gerade einmal. Ich bin jetzt hier so durch und sage irgendwann Stopp. Und dann kommt Whiplash von Hollywood Principal. Steht unten rechts. Jetzt kommt aber erstmal das nächste Match, Freunde.
Mal gucken, was das gibt. Gegen Sio. Sio oder Sid? Sio. Okay. Veteran. Mal gespannt, was das gibt. Erstmal einen weiten Ball. Ah, dann kommt er so. Ja, richtig nerviger Typ schon jetzt am Anfang direkt. Da muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen Concentration machen. Ja, Stefan, alles klar. So, habe ich ihn zurückgenervt? Ah, dann kommt er mir so. Ja, richtiger nerviger Typ. Das gibt es nicht. Richtig nervig. Da verkackt es selbst fast und macht ihn dann fast noch. Komm schon. Ach so, er zerstört mich so, okay. Okay, okay. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Der hat halt einfach das Lack gepachtet, ey. Oh Mann, oh Mann. Der hat da mit Rocket League irgendeinen Vertrag abgeschlossen, ja. Gib mir 100% Lack. Und ich gebe euch, keine Ahnung, Geld. Anders ist das nicht zu erklären hier, was hier gerade passiert. Guckt's euch an, ey. Er gewinnt jedes Duell. Und nicht, weil er der übelste Skiller ist. Dann nimmt er noch den Turbo-Mat, komm. Richtig nerviger Dude. Ja, 5-0 für ihn. MP! MP! Jetzt probiere ich was, ich gucke, ob das klappt. Wenn nicht, habe ich halt Pech, ne? Ja, klappt natürlich nicht. Und er hat wieder die Per... Ja. Was soll man dazu sagen, Freunde? Mir fällt echt nichts mehr ein. 6-0 hinten. Das gibt's nicht, ne? Und er kommt natürlich irgendwie ran. Das ist halt so typisch gerade. Komm, mach ihn. 7-0. Kein Thema. Richtiger Vogel, ja. Oh Mann, oh Mann. So, habe ich ihn auch mal zerstört. Auch wenn es ernsthaft nichts bringt hier gerade. Ja, und dann trifft er wieder perfekt. Ich liege einfach 8-0 hinten hier, Freunde. Was soll ich dazu noch sagen? Mir fällt nichts mehr ein. Reden wir über Bergmanns neues Projekt. Also, er macht quasi Let's Death, was ich gemacht habe. Nur vor langer, langer Zeit. Und dass es unerfolgreich war bei mir. So, geklärt. Ach so, dann...
Oh Mann, ey. Das gibt's nicht. Ja, den trifft er auch wieder perfekt. Mal gespannt, wie viele Minuspunkte ich gleich kriege für dieses 10-0 hier einfach. So, jetzt gebe ich einfach Vollgas. Ja, ich treffe ihn halt einfach nicht. Hätte mich nicht gewundert, hätte er den direkt gemacht im ersten Anlauf. Jetzt macht er kein Tor mehr, Freunde. Bei Hip würden die jetzt sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber ich sag's lieber nicht, weil er macht noch ein Tor. Das gibt es nicht, ey. Was ist denn das für ein Kacklacker gerade hier? Oh Mann, ey. Geht doch. Immerhin ein Tor. Immerhin. Ich gebe nicht auf, Freunde. Und ich gucke mir das jetzt auch komplett an. Und schreibe mir selbst noch guter Schuss. Zack. Er schreibt sogar mir Danke. oh Mann, ey. Zack. Er rettet. Nein. Und dann macht er ihn. Oh. 12. Hab ich schon mal 12 Gegentore bekommen? Ich weiß nicht wann, ey. Ich erinnere mich nicht. Sucht's mal raus, ey. Würde mich mal freuen. Ja, Ball kommt auf. Nice, verloren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin, haut rein. Ciao!